Es ist so schwer mit diesen Arbeitsmöglichkeiten von diesen. Also, von den drei Jungfrauen vor den Kraftbaumwurzeln gibt es die Wurftechnik, um aus der Endzeit des Kung Fu herauszuführen, wieder zurückzuführen, braucht man Xing Sao Ti in Kong Sao für Kung Fu. Sonst würden sich die drei Länder da wieder gegenseitig. Also, von dem, was ich jetzt erzählt habe, mit der Katas eben, führt das dahin, dass von der Drachenwurftechnik in Baisau, was eigentlich nur gesagt werden darf in einer Welt, in der keine übermäßigen Waffen existieren, und Xi'an auf den Mond zeigen, in Banyuan für Wirkung und Ursache und Banyuan Wurzel der Ursachen ziehen. Für Tai Kong, für Klarheit, natürlich vor Tai Song, für Teilchen. Ergibt das die Drachenwurftechnik, die vorausgegangen zu dem, was ich eben sagte, dazwischen steht die Ming Cao Hu Yong. Na, Sau, durchgreifende Hand in ohne Shuai Lü Sau die ringende Hand zu unterscheiden gilt, insbesondere für Bai Sau. So, wenn ich das hinkriege in der Form, so dass man das nachmachen kann, oder wenigstens für mich, ich kann ja nicht mal einen Mann werfen, aber dass die Technik sagt, dann kann man 3, 7 Leute werfen. Und ich habe die auch schon auf dem Isan gesehen. Die ist falsch. Die ist nur so da unten so als Bodendecker meditiert worden und dann so auf Tuchflanier ausgeführt worden. Die hat eine richtige Figurenreihenfolge eigentlich. Und die versuche ich jetzt zu erstellen. Was auch gleich die ewige Nerverei beantwortet, woher ich das alles habe, wen ich das geklaut habe und so. Aus dem chinesischen Lexikon, aus den hörensagenden Geschichten zusammengeschmiedet. Was ja eigentlich eigenlöblich jetzt mal gewissenhaft Tugendarbeit ist. Wow. Und dadurch wird das dann eben durch Eigenlob und sonst nicht. Also das ist jetzt eben Drachenphilosophie. Ob man ihn jetzt sieht oder hört oder so, der ist irgendwie von der Wurzel her in 5 seiner Söhne existent. Einer kann schwer tragen, einer kann schwer pusten, einer kann schnell erhitzen, einer kann schnell zerfließen lassen und einer kann schnell manifestieren, sind 5 Drachenwürmer. Song, Du, Yong, Shu und noch einer. Muss man mal im Sinologie-Lexikon nachgucken. Warum es da 5 verschiedene Würmer gibt, ist ja wohl klar. Wenn man ein bisschen was von der Geschichte gehört hat. So, und die Endzeit war halt, die Kung Fu verläuft im Traum und der Körper vergeht. Das ist die Yggdrasil ohne Irimsul, ganz klar. So, und da spielt eben, was mir jetzt echt richtig schwer auffällt, genau diese Technik rein zwischen ohne die drei Jungfrauen den Drachen frei für die 5 Drachensöhne. Dann müsste das eine Wurftechnik geben, die das normale Aikido um vieles übertrifft. Nur können tue ich es nicht. Ich versuche es hier so als Karl May-Methode
raus zu Baldowern. Das war nochmal ihr Kerngedau Esoterik Studio für Anzuwenden, die Sinologie.